Wenn dieser Ort einmal einen Namen hatte, ist er längst vergessen. Ich nenne ihn den Kreuzweg. Ein Ort, an dem alle Illuvien zusammentreffen, egal wo sie sind. Und alle Menschen würden jetzt sagen, hey Schatz, schön, dass du da bist, Lust auf Sex? Und Robson wahrscheinlich, hey Schatz, schön, dass du da bist, gib mir meine Dampfmopeds. Großartig. Und ich find's gut. Ja, Teil 2 war ein bisschen schwach auf der Brust, Teil 1 war deutlich besser, aber wie gesagt, Dragon Age 3 oder Inquisition gefällt mir. Wie gesagt, 90 Stunden sind wir dabei. Ich hab Spaß. Echt ein schönes Spiel. Ist dieser Ort gefährlich? Er fühlt sich unnatürlich an, ja. Allerdings droht uns keine unmittelbare Gefahr. Die Altelfen haben keine Straßen hinterlassen, nur verborgene Ruinen in entlegenen Winkeln der Welt. So reisten sie zwischen ihnen hin und her. Wie ihr seht, sind die meisten Spiegel blind, zerbrochen, verderbt oder unbrauchbar. Was die übrigen angeht, einige können von dieser Seite geöffnet werden, allerdings nur wenige. Korypheus will hierher? Das hier ist nicht das Nichts, aber es ist sehr nah. Jemand mit genügend Macht könnte die alten Barrieren mühelos einreißen. Und das Nichts körperlich betreten, so wie es Korypheus mit dem Anker tun wollte. Er hat wie ich in der Arbor-Wildnis von dem Illuvien erfahren. Nun führt er den Rest seiner Truppen an, um ihn zu bekommen. Dank euch ist Korypheus verzweifelt, Inquisitor. Wir müssen zusammenarbeiten, um ihn aufzuhalten, und zwar schnell. Ja, von mir Empfehlung, zumal du es für die PS4 jetzt ab und zu sogar im PSN schon für 49 Euro gekriegt hast, für den Preis. 80, 90 Stunden Schwierigkeitsstufe normal. Wenn es jetzt vielleicht noch eine Schwierigkeitsstufe höher oder 2 spielt, wo es nochmal die Kämpfe knackiger werden, ist absolut sein Geld wert, wenn du solche Spiele magst. Der gute Robson. Ich muss ja gerade ein wenig schmunzeln. Zuneigung, so nennt man jetzt die Dampfmopeds. Und Ren sagt, es gibt es auch für PC. Ja, wunderbar. Ja, ich war halt nie der PC-Spieler, von daher habe ich die auch schon auf der PS3 gespielt. Ja, was denn? Ja, nicht quatschen, Robin. Machen. Alter Mann. Aber zumindest kannst du jetzt ja die Dampfe danach dann benutzen. Sorry. Could not resist. Man stinkt das Schlafzimmer wenigstens nicht mehr nach Qualm. Das hat auch schon mal immer Vorteile. Großartig. So, und ich pflanze dann jetzt mal hier auch mal Samen an. Ich wusste nicht mehr, was ich anpflanzen wollte. Wahrscheinlich das, was ich immer noch nicht kann. Ach Mann. Ach Mann. Dann schon wieder nicht die richtigen Samen dabei. Schlimm. Schlimm. Tut mir leid. Ja, gehen wir nochmal hier hin. Also Teil 1 war gut. Teil 2 war nicht so gut. Der war jetzt gut. Ja, nein, wie gesagt, Robin, mach kein Ding. Kein Ding. Was hat Lady Forsythia noch gesagt? Dass sie sich eher ertränkt, als der Inquisition zu helfen. Sonst noch etwas? Ja, dass sie uns auspeitschen lässt, wenn wir ihrem Bruder helfen. Das sieht ihr sehr ähnlich. Kopf hoch, Josie. Wenigstens haben wir jetzt ihre Aufmerksamkeit. Ihr gewinnt auch allem etwas Positives ab.
Wir sind gerade dabei, ein Bündnis mit Lady Forsythia von Nevarra zu schließen, euer Gnaden. Die Angelegenheit ist ein wenig delikat geworden. Ja, ja, zu gut heute. Um bei den Verhandlungen zu helfen? Vielen Dank, aber ich denke, ich habe alles unter Kontrolle. Ich brachte sie davon ab, Soldaten zu entsenden, als sie von unserer Übereinkunft mit einem ihrer verhassten Brüder erfuhr. Lady Forsythia bedient sich einfach gerne einer anschaulichen Ausdrucksweise. Es ist sicherlich nicht leicht, mit so vielen fordernden, willensstarken Leuten verhandeln zu müssen. Es ist nicht weniger anstrengend als meine Zeit bei Hofe, Inquisitor. Das versichere ich euch. Aber ich gebe zu, ich vermisse meine Mitarbeiter aus der Botschaft in Antiva. Es war hilfreich, die Besuche des Tages mit ihnen durchzusprechen. Ich hätte Zeit, falls ihr einige Dinge mit mir durchgehen möchtet. Ich möchte euch nicht damit belasten. Wenn Nein, es eine tu Last doch nicht. Wäre, hätte ich es euch nicht angeboten. Nun, ich gebe zu, es gibt da einige mögliche Bündnisse, bei denen es mir helfen würde, sie mit euch zu besprechen. Direkt auf dem Boden des Salons. Vor den Augen der gesamten Abendgesellschaft. Wer macht denn so etwas vor seinen Gästen? Der Herzog von Kellington offensichtlich. Und dann ist da noch Coles Herumgeschleiche. Das macht unseren Gästen Angst. Lord Jenner antwortet noch immer nicht auf unsere Briefe. Und Sarah, besitzt sie denn kein einziges Kleidungsstück, das keine Senfflecken aufweist? Und Nein. Dann ist da noch Dorian. Der Mann weigert sich, irgendetwas ernst zu nehmen, wenn es nicht gerade seiner Laune entspricht. Und nicht zu vergessen... Oh, du meine Güte. Sind wir wirklich schon eine Stunde hier? Die Zeit ist wirklich wie im Fluge vergangen. Ihr seid zu freundlich. Ich hatte nicht vor, euch so lange aufzuhalten. Ihr müsst mich für eine ziemliche Klatschbase halten. Es kann niemals unangenehm sein, Zeit mit einer derart bezaubernden Dame zu verbringen, Lady Montillier. Je, ich bin... Nun, ich bin froh, dass ich nicht eure Zeit verschwendet habe. Aber ich habe euch jetzt wirklich schon lange genug in Beschlag genommen. Bis zum nächsten Mal, euer Gnaden. Ich glaube, wir sollten uns nochmal für nächsten Stream ein neues Bett holen. Und unser Liebesnest ein bisschen aufpolieren. Ich glaube, da geht was. Also das hier ist, glaube ich, mein... Oder? Ist es das? Ja, doch, hier. Ich meine... Was ist denn das für ein Bett? Alter Schwede. Und wo ist eigentlich der Weinkeller? ja, der arme Robson hätte mal bloß nichts gesagt. Ja, wobei, dann Alternativplan, kann ich ja sagen, irgendwie tut mein Ohr weh. Nein, Alternativplan, wenn Spike und Bloody und so gleich noch Lust haben, kann man ja nochmal eine Runde ganz kurz ein, zwei Partien Heroes of the Storm. So, gleich, ne? Ich glaube besser. Hat mich gerade so schnell verkabelt und wenn ich das nicht richtig mache, drückt es nämlich am Ohr. Das ist ein Zustand. Ich brauche ein besseres Bett. Wo kriege ich denn Betten? Ich glaube in Val-Royeux, ne? Wer bist du denn? Wieso steht hier eigentlich so ein Typ mitten neben meinem Bett? Guckt der zu? Ist das ein Spanner oder was? Warum stehst du da? Inquisitor, ihr habt viel getan, aber habt ihr auch den Mumm für die Quizquisition? Die was? Und schon geht es los. Wir brauchen nur noch einen Zeitmesser. Aus Angst, Nax würden die Verderbtheit übertragen, erklärte sie Kirkwall im Jahre 520 EZ zu schädlichem Ungeziefer. Ihre Ausrottung ist bekannt als... Wer ist das? Was? Mein Bedarf an Schwachsinn ist gedeckt, danke. Und jetzt verschwindet. Wie ihr wünscht. Die Quizquisition ist vorbei.
Was? Die Quizquisition? Ja, natürlich. Alter, was bist du für ein Robin Hood hier mit deinen grünen Strumpfhosen? Unglaublich, der Typ. Mann, Mann, Mann. So, dann erstmal hier wieder rausporten. Bei nur die Liebe zählt. Ja, ist unglaublich. Ich glaube, wir kaufen uns gleich erstmal in Valrio ein Bett. Das geht ja hier gar nicht klar. Wobei, das könnten wir wirklich mal ganz fix machen. Anscheinend geht es ja hier nicht weiter. Ich wollte ja die ganze Zeit hier... eigentlich zum Kartentisch. Und jedes Mal bin ich hier stehen geblieben und habe mit ihr gequatscht. Ich habe gehört, ihr lasst euch in der Kunst der Nekromantie ausbilden, Inquisitor. Haltet ihr das für klug angesichts des Rufes, den die Mortalitas sie genießen? Ja, es ist alles halb so wild. Der Skilltree ist echt nicht so toll. Nekromanten aber naja. Erwecken die Toten nicht wirklich zum Leben, Josephine. Mag sein, aber weiß das auch das einfache Volk? Wissen es die meisten Magier? Außerhalb Nevaras denken die meisten, die Mortalitasi würden Todesrituale durchführen, Opfer darbringen. Und nur der Erbauer weiß, was noch alles. Ich werde versuchen, die Tatsache, dass ihr diese Kunst erlernt, möglichst nicht nach außen dringen zu lassen. Na gut, jetzt können wir nicht weiter flirten. Nächste Runde. Beim nächsten Mal, wenn nur die Liebe zählt. Aber jetzt wollten wir hier echt mal gucken, ob wir hier noch was freischalten können. Ah, zu gut heute, das stimmt schon. Herzlich, ey. So, keine Inquisitionsboni. Dann gucken wir erstmal, ob wir hier noch was abholen können. Ja, hier. Einfluss und eine Ehrenmedaille. Naja, okay. Und hier oben, ne, da war ich nicht. Wo war denn der Rest in Orlais? Hier hatten wir Lied der Marschen, irgendeine Axt. Und irgendein Urteil. Ja, die Kiste, die verurteilte Kiste. Elfenruinen untersuchen, das müsste dementsprechend... Wo ist denn das? Das ist in Empriest du Léon. Was ist das? Wahrscheinlich können wir da jetzt gleich hinreisen. Das wäre gar nicht mal schlecht. Ich weiß gar nicht, wo ich die Troni kaufe, Black Fox. Auch in Valrieu. So, wubbeln wir die mal hier hin. Beziehungsweise machen den letzten Punkt hier nochmal in Ferelden. Dann haben wir, glaube ich, alle. Pikante Verhandlungen. Einmal dahin. Dann haben wir hier alles gut. Und gehen wieder nach Orlais und holen uns hier allen helfen, die vom Bürgerkrieg betroffen sind. Wir helfen einfach allen. Natürlich. Und die Universität von Orlais. Ist es euch nicht aufgefallen? Ich hatte keine Ahnung, dass Lady Beverly für euch arbeitet. Ihr hättet es mir ja vielleicht sagen können, bevor ich mich lächerlich gemacht habe. Zwergische Sklaven in den Händen der Minatoren. Ja, machen wir mal, läuft. So. Dann gucken wir wirklich einfach mal nach Valrieu, würde ich sagen. Da können wir ja einmal ganz kurz auf Shoppingtour gehen. Bei der Krypta in der Himmelsfeste. In der Himmelsfeste Krypta? Nee, da kann ich die nicht kaufen. Da kann ich nur die, die ich schon habe, wechseln. Die Throne, die ich habe, habe ich gewechselt, Black. Das habe ich regelmäßig gemacht. Da kann ich die aber nicht kaufen. Valrieu. Warum kann ich hier nicht hinreisen? Reisen wir mal hier hin. So, gucken wir mal, was wir hier kaufen können. Ganz kurz, mal eben Abstecher, neues Bett holen. Ja, da kann man nur die Throne. Alter, guck mal deinem Duden nach. Ich weiß nicht, was der Plural von Thron ist. Throns? Game of Thrones. Im Englischen ist es einfacher. Throne. Spiel der Tröne? Throne? Naja, wo man die kauft, keine Ahnung. Da kann man halt nur die, man hat, wechseln. Und das habe ich gemacht. Die habe ich alle schon mal gezeigt, Black. So guckst du meine Streams. Unglaublich. Fabian muss erstmal neuen Saft holen.
Oh Mann. Ja, und dabei fing der Stream so rumpelig an mit dem lustigen Bug, ey. Da hatte ich schon Angst. Throne. Echt? Das klingt irgendwie falsch. Also es klingt nicht unbedingt richtig, Throne. So, was kann ich hier kaufen? Wo? Hier? Da. Was kann ich denn hier kaufen? Das sieht erstmal nach Rüstung aus, was jetzt eher unspannend ist. Nein, Rüstung will ich nicht. Wo noch? Hier? Was kann ich hier kaufen? Nix. Unspannend. Geh weg. Ja, im Englischen ist es einfacher. Oh Gott, jetzt ist das schon wieder so kompliziert, dass ich mich hier garantiert wieder verlaufe. Wo ist denn hier das nächste? Hier. Hier, hier, hier. Kaufen, verkaufen. So, was kann ich hier kaufen? Gucken wir mal. Nix. Dann kann ich hier noch kaufen. Nix. Und ja, das ist auch wieder so eine Spielentscheidung. Da frage ich mich, warum müssen die 500 Händler einbauen, die mehr oder minder dasselbe verkaufen? Das ist halt irgendwie auch dumm. Hätten sie einen machen sollen und dann hätte man durchskippen können. So, das heißt, wir waren hier. Hier drüben waren wir noch nicht. Gehen wir mal in die Richtung. Wo der hier rumgurkt. So, wo? Hier, was? Ich habe da vier verschiedene... Was war es jetzt? Trönerse. Vier Trönerse. Die habe ich alle schon mal in den verschiedenen Streams gezeigt. Habe immer mal wieder einen anderen aktiviert. Und die, die uns fehlen, die kann ich halt nicht kaufen da. Ist sie das? Sie ist hier? Robson, komm gut ins Bett. Dampf nicht zu viel. Oder dampf mehr, als du rauchst. Ja, bis morgen. Seide. Und hier kann ich dieses Moped... Ah, hier. Aha. Buntglasfenster, zwergischer... Was kostet denn? Wie viel habe ich denn? Sehe ich hier keine Vorschau? Zwergisches Bett. Nein, ich möchte bitte ein großes Bett. Freie Marschen. Ja, was kaufe ich denn jetzt hier mal? Zwergisches Glas, Kunari-Glas, Olay, Ferelle, Dalisch. Andrastisches Bett. Nein, wir kaufen Dalisch-Glas. Wir kaufen... Das da. Vorhänge der Inquisition. Kirchenvorhänge. Elfische Vorhänge kaufen wir auch nochmal. So, jetzt hoffe ich, dass das Bett vertaugt. Nicht, dass ich jetzt hier das falsche Bett gekauft habe. Ah, Dekorateur. War ja leicht. Naja, immerhin haben wir jetzt ein Bett. Gefundene Fenster. Gut, fertig. Zurück zur Himmelsfeste. Jawohl, ja. Der Walter ist der Burner. Ja. Trönerse. Ja. Was auch immer. So. Dann gehen wir jetzt mal wie gefordert in die Krypta. Und da machen wir das. Wie gesagt, dann können wir uns auch nochmal die Trönerse angucken, die ich bis jetzt freigeschaltet habe. Wie gesagt, jetzt, ich glaube sogar gestern haben wir den,
Ich weiß gar nicht welchen, also den wir da jetzt aktiv haben, angemacht. Und zwar... Den da. Ne? Hier. Den hatten wir jetzt als letztens bekommen und als letztes dementsprechend auch aktiviert. Das heißt, die habe ich halt immer mal angemacht für die Streams, um halt die mal zu sehen. Am besten sah allerdings immer noch der erste aus, weil der so ein bisschen wie Game of Thrones halt aussah. Und die anderen waren alle, ehrlich gesagt, nicht so spannend. Ja. Wir gucken uns hier einfach mal um. Eine einfache Klinge. Damit kann man nichts falsch machen. Und zwar hier. So, was haben wir an Banner? Da hatten wir jetzt hier halt haufenweise Banner. Da habe ich halt das der Inquisition einfach genommen. Das sind halt die Dinger, die wir so immer in den Boden rammen, wenn wir halt irgendwas einnehmen. Dann haben wir jetzt Betten. Ja, das sieht doch schon mal nicht falsch aus. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Vorhänge. Ja, dann nehmen wir doch mal hier Inquisition. Wappen haben wir auch Inquisition, das behalten wir. Dekor. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die da dran bauen. Aber das sind einfach Stühle und ein Fass. Was ist denn daran Dekor? Das ist einfach gammelig. Nehmen wir hier so einen Adler. Thron. Ja, und da hatten wir halt den hatten wir als zweites bekommen. Den hatten wir irgendwann... Haben wir den überhaupt schon bekommen? Oder ist der neu? Dann nehmen wir hier das Moped nochmal. Inquisition. Dalisch. Ja, komm, nehmen wir einfach hier nochmal. Dalisch. So, passt. So, jetzt weiß ich nicht, ob das hier anders aussieht. Gucken wir einfach mal. Sightseeing-Tour heute in... hier, wie heißt das Spiel? Trönersee Age. Ach so. Jetzt haben wir hier, hier so Mopeds. Gedöns. Ach ja, den hatten wir, aber der sah relativ unspannend aus. Na ja dann. Können wir ja nochmal ganz kurz gucken, wie unser Bett aussieht. Ach so, wir könnten ja tatsächlich mal gucken, wo dieser Weinkeller sein soll. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo soll es ja auch einen Weinkeller geben, aber frag mich nicht wo. Habe ich noch nicht gefunden. So, und hier ist jetzt unser Quartier, glaube ich. Ah ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall... Ach ja, das sieht auf jeden Fall schon mal kuscheliger aus. Da können wir dann eine robsenfreundliche Nacht drin verbringen. Und der Spanner ist auch weg. Schön. Na, immerhin. Was ist denn hier drin? Achso, da geht's nach oben. Naja, okay. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal unser Bett. Perfekt. 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 So. Dann... Last but not least, wubbeln wir uns hier nochmal raus. Ja, das machen wir später. Wir wollen nämlich jetzt nochmal hier hin. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier hinkommen. Und da würde ich sagen, starten wir dann nochmal von hier. Wenn ich das auswählen könnte. 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 Ich will doch nur jeden. Ah, danke schön. So, mit Sarah, mit Blackwall, mit Vivienne. Und mein Fuß ist eingeschlafen. Ah, so, bestätigen. Dankeschön. Doch, doch, ich habe 4, 5 Stück mittlerweile freigeschaltet. Und wenn mein Fuß jetzt aufgewacht ist, würde ich auch nochmal ganz fix auf Klo wollen müssen.
Fuß eingeschlafen. Hilfe. Und Cola holen. Cola holen auch gut. Und dann gucken wir uns mal an, ob wir da jetzt irgendwie in die Festung kommen. Es klang ja gerade so. Über den Kartentisch-Ding. Apparat. Ich mute mich jetzt mal eine Sekunde, wer das hier lädt. Und sprinte mal auf Klo, hol eine Cola. Eine Minute BRB.